Meine Freunde, es ist soweit. Ein neues Pokémon wurde angekündigt, beziehungsweise ein neues Pokémon ist zu sehen, und zwar im neuen Trailer von Pokémon Go, beziehungsweise New Pokémon Discovered heißt der Titel, und da schauen wir jetzt einfach mal rein, Freunde. Denn das ist das Video, was gerade auf dem deutschen und auf dem japanischen YouTube-Channel von Nintendo hochgeladen wurde. Und wie ihr vielleicht wisst, spiele ich seit einigen Tagen wieder massiv Pokémon Go. Und seit ein, zwei Tagen findet man eine Gestalt, was aussieht wie, ich weiß nicht, so eine kleine Kerze mit einem Goldrahmen oder so. Und alle fragen sich, was das Ding ist. Bisher, glaube ich, war es so, dass wenn man das Ding gefangen hat, sich das Teil in ein Ditto verwandelt hat. Und man ging bisher davon aus, dass das irgendwie ein Spielfehler ist oder ein Grafikbug. Stellt sich raus, das ist ein neues fucking Pokémon. Aber wir schauen uns jetzt den Trailer gemeinsam an. A new Pokémon has been discovered. Das ist der Professor von Pokémon Go. Why, hello there, Willow, my boy. What Pokémon are you going to send me? Der zu Professor Eich telefoniert. It's a special one. You see, there's something very important about. Oh, don't tell me. Is it a Pikachu? No, I already sent you a Pikachu a little while back. Then it must be an Eevee. No, Professor. I actually have a Ditto for you to. A Ditto? That was going to be my next guess. Well, you see, the thing is, Professor. It's not just any Ditto. I wanted to discuss the Pokémon this Ditto has transformed itself into. Also ihr seht, Professor Willow aus Pokémon Go ruft Professor Eich an aus der Hauptreihe der Pokémon-Spiele. Und Professor Eich sagt ihm, ist es ein Pikachu, ist es ein Evoli? Was eine Anspielung ist auf Pikachu und Evoli. Und jetzt meint Willow sowas wie, nein, es ist eine neue Form von einem Ditto, beziehungsweise Ditto hat sich in dieses Pokémon verwandelt. Und jetzt werden wir es gleich sehen. Here, have a look at this video. Oh, what is this? Genau das ist es. I've never seen this Pokémon. You haven't? Well, if that's the case, Professor, it must be a new Pokémon, undiscovered till now. There have been numerous sightings of this Pokémon reported over the past few days. But it turns out that all of them were just transformed Ditto. That's all we've got right now. Yo, war das ein fucking Master Troll von Nintendo? Beziehungsweise von der Pokémon Company / Niantic? Weil, wie gesagt, alle, also ich bin seit ein paar Tagen mit einer Pokémon Go Gruppe unterwegs, ne, wir treffen uns fast jeden Tag oder beziehungsweise am Abend für eine Stunde oder so ein bisschen raiden und so. Und dieses Ditto ist uns schon super oft unter die Augen gekommen und alle haben sich gefragt, was das sein soll, und die meisten gingen einfach davon aus, das ist ein Grafikbug, das ist irgendwie sowas komisches und so. Und Krabbe und ich so, yo, was ist das denn so? Und dann haben wir halt rausgefunden, dass das in Wirklichkeit nur ein Ditto ist und dass es wahrscheinlich nur ein Fehler ist oder irgendwie sowas. Aber tatsächlich haut jetzt fucking Nintendo.de einen Trailer raus, wo Professor Willow über genau dieses Ding spricht. Also war es kein Bug oder so, sondern es war ein, entweder war es ein Troll oder es ist tatsächlich ein neues Pokémon. What the fuck? Wait, I have seen this Pokémon. It was in an ancient text I once read. So, you've heard of it? Yes, if I'm not mistaken, it could be the mythical Pokémon Meltan. Meltan? Meltan? This is the text. The description here matches the image you sent me. You're right. This is a discovery for the ages, Professor Oak. But it does make you wonder what kind of Pokémon Meltan might be. Who knows? But I am excited to find out, Professor. I'll keep gathering any information I can find. And I'll keep going through these texts, as well as taking a close look at that Ditto you're sending my way. Oh, Professor, I knew you wouldn't let me down. I consider myself very lucky to have you as my mentor. I know. Right, I'll be in touch. Wait, I... Meltan. Meltan's its name, huh? It's got a nice ring to it. Right, looks like it's time to do some field work. What? To be continued? What? Yo! Yo! Man sieht das Pokémon in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli? Yo, nicht euer Ernst. Okay, also,
Ganz kurz, ne? Einmal zum Aussehen dieses Dings. Hier sieht man ja noch irgendwo ein Foto oder ein Bild von dem Ding. Ne? Und zwar hier. Genau, hier. Der Körper. Also, ich habe jetzt verschiedene Theorien. Theorie A. Verschiedene Dittos haben dieses eine legendäre Pokémon mal irgendwo gesehen und haben sich in dieses Pokémon verwandelt. Als man es gefangen hat, kam raus, oh, es ist nur ein Ditto. Aber dieses Pokémon existiert, denn viele Dittos haben sich in genau dieses verwandelt. Okay, das heißt, Ditto hat erstmal nichts mit diesem Pokémon zu tun, außer dass es sich in das Teil verwandelt hat und es zeigt, dass es quasi irgendwo existiert. Zweite Theorie wäre, dass dieses Pokémon irgendetwas mit Ditto zu tun hätte, was, ich sag mal, laut dem Design sehr, sehr möglich wäre. Ich meine, guckt euch mal diesen Teil des Körpers an. Das sieht genauso aus wie ein Ditto. Wäre jetzt hier noch zwei Augen und ein Mund, dann wäre das eigentlich ein Ditto mit so einem, ich weiß nicht, was das sein soll. Ist es ein Kabel? Ist es ein Schwanz? Und dann halt dieser Kopf mit dem Auge oder was auch immer das darstellen soll. Also, entweder ist es ein legendäres Pokémon namens Meltan, was irgendwo in Pokémon Go zu finden ist, und man dann nach Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli rübertauschen kann, oder es ist eine spezielle Form von einem neuen Ditto oder von einer Verwandlung von Ditto oder irgendwas in diese Richtung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, der japanische Trailer zeigt genau dasselbe. Ihr dürft mir natürlich super gerne Ergänzungen in die Kommentare schreiben, falls ihr Neuigkeiten oder eine Ahnung habt, was das Ding jetzt sein soll. Klärt mich auf, klärt uns auf. Aber ich glaube, mehr ist dazu nicht bekannt. Aber krass, wir sehen hier, dass es tatsächlich im neuen Spiel integriert ist. To be continued. Und jetzt sehen wir Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli, wie es im Screen drin ist, beziehungsweise in-game. Und es sieht halt wirklich aus wie ein fucking Ditto, aber es ist kein Ditto. Alter, Meltan. Okay, Melt kommt vom Schmelzen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Ding ein Stahl-Pokémon ist. Es sieht zumindest aus wie ein Stahl-Pokémon, ne? So eine Silber-Glibber-Flüssigkeit und darauf so ein Metallring oder ein Goldring oder wie auch immer. Könnte also sehr, sehr gut ein Stahl-Pokémon sein. Außerdem, ich glaube, war nicht Ditto das Pokémon, was ab und zu mal Silberstaub trägt, wenn man es fängt? War es Silberstaub? Korrigiert mich auch da bitte, wenn ich falsch liege. Aber das kommt mir schon sehr, sehr suspicious rüber. Oh, Leute. Oh, ich freue mich schon auf die Kommentare von diesem Video. Ah. Krass, Alter. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich freue mich schon auf das Feedback. Weil ihr wisst, wie immer, wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, das neue Pokémon Meltan. Confirmed für das neue Spiel. Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Falls es weitere News dazu gibt, werde ich sie covern. Wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Und bis dann. Abonnieren nicht vergessen.